Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, diesmal von Limbo. Ein sehr schlicht im Stil gehaltenes, aber dennoch eindrucksvolles Spiel, was ich euch gerne mal zeigen würde. Hier der Startbildschirm. Ich weiß nicht, ich hab's mal angespielt, deswegen steht da auch Resume und Load Chapter. Aber ich glaube, dass diese Fliegen, die dort über irgendwas schwirren, wobei Fliegen ja bekanntlich über Kadaver schwirren, noch eine tiefere Bedeutung haben. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall starten wir jetzt mal das neue Spiel und später werden wir dann bestimmt sowieso sehen, worauf das alles zurückzuführen ist. Okay. Es ist dunkel. Wir sind in einem Wald. Und wir erwachen. Hoffentlich. Jetzt mal bald. Wir sind ein kleiner Junge, der für kleine Kinder bestimmt ultra gruselig aussieht, weil er einfach nur schwarzes und leuchtende Augen hat. Ach, komm schon. Okay, jetzt sind wir auch in der Fähigkeit, uns zu bewegen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und da leuchtet irgendwas. Was war das? Was war das? Was war das? Ich weiß nicht mal, was es war. Okay, wir sind auf irgendwas draufgetreten. Okay. Es ist auch schon so ein bisschen länger her, dass ich es angespielt habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, was irgendwo passiert. Auf jeden Fall sind wir dieser kleine Junge. Und wir wissen nicht, wo wir sind nur irgendwo in einem Wald. Und wie das so ist, auch wenn man keine Ahnung hat, fangen wir... Oh. Okay, will ich da runter? Nein, ich will da nicht runter. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wo wir hin sollen, laufen wir einfach mal los. Ah, okay. Okay, irgendwie... Action? Ja, ja, genau. Man hat nämlich noch die Action-Taste. Genau, okay. Ja, und dann können wir das hier rüberziehen. Draufklettern und hochspringen. Perfekt. Also es gibt eine Action-Taste und eine Lauf-Taste. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht. Dann seilen wir uns mal ab. Auf diese ultra stabil aussehende Plattform. Kann man hin und her schaukeln? Wahrscheinlich nicht. Ich lasse es einfach mal. Ah. Oh, Wasser. Nein! Okay, anscheinend sind wir zu dumm, um zu schwimmen. Okay, ja, der Junge ist 9, vielleicht hatte er keine Grundschulausbildung. Oder es war so wie bei mir, dass er in der Grundschule noch sehr dünn gebaut war und deswegen immer 5 Minuten, nachdem er im Schwimmbecken war, so blau angelaufen war, dass er den Rest der Stunde duschen durfte, weil seine Lehrer ihn in der Dusche vergessen haben. Ja. Wir hatten damals das Problem, dass wir in der Kindheit, dass unser Schwimmbad, wo wir normalerweise hingegangen sind, renoviert wurde. Oh, okay. Und wir deswegen ins Schwimmbad vom Olympiastützpunkt mussten und es war so extra kalt und super tief und so und dann wurde mir da immer relativ schnell kalt. Es wird nebelig. Außerdem war es am anderen Ende der Stadt, das war auch super praktisch. Die Fahrt hat dann immer 40 Minuten gedauert und da konnte es dann schon mal passieren, dass der ein oder andere Schüler davor vergessen hat, auf Toilette zu gehen und dann richtig, richtig dringend auf Toilette musste. Und ich habe keine Ahnung, wer das war, aber das muss total unüberlegt gewesen sein und ich habe echt keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich das Schiff hier? Ja, garantiert, oder? Ha ja. Also das war ich nicht, das war bestimmt irgendjemand anders. Also der Junge ist zu dumm, um zu schwimmen, aber kann ein ganzes Schiff an Land ziehen. Das kennen wir doch. Das sieht so spitz aus. Kann man daran trotzdem hochklettern? Okay. Kann ich da ganz hoch oder werde ich dann aufgespießt? Nee, okay, es sieht nur so aus. Das sieht auch ultra stabil aus. Okay, weiter geht's. Es ist zwar sehr minimalistisch gehalten, das Spiel, aber trotzdem eindrucksvoll. Und ich bin jetzt nicht so der Gaming-Experte, also kann es ruhig sein, dass ich das ein oder andere Mal sterbe, wenn ich jetzt irgendwie nicht... Bärenfalle. Okay. Okay, wie komme ich da drüber? Okay.
Okay, das erklärt auch, warum das Spiel ab 16 freigegeben ist. Okay. Ah, ja, okay, dann. Psst. Ja, okay, jetzt. Weiß ich. Ah, okay. Also man kann alles, was irgendwelche Dinger an den Ecken hat. Oh Gott, ich zeige auf dem Bildschirm. Sehr klug. Auch zur Seite ziehen, damit man selbst nicht davon getroffen wird. Was ist das denn? Okay, das ist wieder so eine Bärenfalle. Okay, in die Richtung soll sie nicht. Ah, okay, warte. Nein, oh Gott, wie springt man? So. Ja, okay. Oh, okay. Hat das jetzt irgendwas bewirkt oder habe ich das jetzt total umsonst gemacht? Ich weiß es gar nicht. Der war sowieso tot, der hat nichts mehr gespürt. Ist irgendwas? Die Stimmung ändert sich. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu setzen. Das heißt, ich muss dann einfach auf gut Glück aufhören. Oh! Okay. Das ist wie das so im echten Leben ist. Man wird von Steinen, von rollenden Steinen verfolgt. Im Wald. Und der arme kleine Jimmy. Weil Jimmy so ein Name ist für prädestiniert für irgendwelche kleinen Kiddies, die Jungen, die im Wald rumrennen. Okay, einen Kevin könnte man auch nehmen, aber das wäre dann doch zu kitschig. Ich will da hoch. Außerdem ist Kevin ja, der weiß ja, was er mit sich anzufangen hat. Ich habe den Film, glaube ich, noch nie ganz gesehen, zum Glück. Ah, oh Gott, ich ertrinke wieder. Warte, muss ich damit an den Baum? Ja, bestimmt ist das der Evil Plan. Okay. Komme ich da? Ah, ich kann sogar schaukeln. Wie romantisch. Hui. Oh, es laggt. Dieses zweifarbige Low-Quality-Spiel laggt. Das ist der Hinweis. Ich sollte mir eine neue Grafikkarte besorgen. Wie komme ich denn da hoch? Ach, ich kann hinter dem Baum entlang laufen. Wie das so ist im echten Leben. Ich habe Angst, runterzufallen. Der arme kleine Jimmy kann bestimmt nicht tief springen. Oh, okay. Das war schon so, als ich hierher gekommen bin. Okay. Ich wollte da eigentlich hoch. Ach, da ist noch so einer von diesen. Sind das irgendwelche Bonusknöpfe oder so? Oder wofür sind die da? Ich weiß nicht, wofür sie da sind, aber sie machen eklige Geräusche, wenn sie zerplatzen. Nein, da will ich nicht hoch. Er kann sogar tief springen. Also das kann er. Was dieser Mann so alles kann. Ah, okay, ja, jetzt müsste es funktionieren. So, und dann weit springen. Es war nicht weit genug. Wie der immer viel tiefer fällt, als es eigentlich ist. Komm schon, ich meine. Übertreib mal nicht so, der See ist überhaupt nicht so tief. Das ist so eine kleine Aufmerksamkeit. Suchende Persönlichkeit, dieser Jimmy. Okay. Nächstes Problem. Ich glaube, es gibt dann immer so an den. Da oben ist wieder so eine Falle. Kommen wir da irgendwie hoch oder? Nein, okay, das dann brauche ich die bestimmt später irgendwann. Ein Schmetter. Oh mein. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Ich will da vor. Oh mein Gott, das zeigt auf mich. Ihhh, und es wummert. Ah. Kann ich irgendwie vorbeirennen oder so? Ah, nein, 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 nein. Ich will nicht zur Spinne.
Vielleicht, wenn ich irgendwie in Bewegung bleibe oder so. Ah, okay. Also zeige ich erst hier hin und dann gehe ich. Ah, oh, okay. Okay, beweg dich schneller. Hä? Ah. Scheibenkleister, wie komme ich denn da vorbei? Okay, jetzt gehe ich. Nein. Sorry, Jimmy. Was will die von mir? Ah. Warte. Nein, das ist nicht unten. Weil sonst könnte ich das ja irgendwie der Spinne hinlegen. Gleich vorbeirennen? Nein. Okay, so geht's nicht. So geht's nicht. Nicht so gesund. Also Spritzen steckt man, glaube ich, anders. Anders. Ich glaube, ich komme nicht vorbei. Ich brauche diese komische Bärenfalle. Aber wie? Oh mein Gott. Das war jetzt etwas zu plötzlich. Das habe ich nicht kommen sehen. Sonst hat sie sich immer länger überlegt.